Hallo, heute möchten wir die Industriemeister-Basis-Qualifikationsprüfung NTG für das Jahr 2015-1, also aus dem Frühjahr, besprechen. Und Thema soll für uns heute sein die Aufgabe Nummer 3. Bei der Aufgabe Nummer 3 geht es um ein Pumpspeicherkraftwerk, das ein Wasserbecken hat und ich mache mir sofort wieder eine Skizze, um die Verhältnisse gegeben und gesucht dort unterzubringen. Also Wasserbecken gefüllt mit Wasser. Wir wissen, dass ein Höhengefälle von 45 Metern bis zur Turbine zur Verfügung stehen. Von der Turbine aus, in der die Energie sich also umsetzt, wird sie praktisch zu einem Generator weitergeführt, der dann den eigentlichen Strom liefern soll. Der Wirkungsgrad zwischen Turbine und Generator soll 85% betragen, also 0,85. Weiter steht in der Aufgabe, dass in der Spitzenzeit 18.000 Kilowattstunden in 3 Stunden zur Verfügung stehen sollen. Oder besser gesagt, für 3 Stunden zur Verfügung stehen sollen. Ja, und die erste Frage A wäre jetzt danach gestellt, wie groß die potenzielle Energie ist, die benötigt wird, um diese Energiemenge praktisch bereitstellen zu können. In Formeln bedeutet das, die E-Pot, die potenzielle Energie, ist also gesucht.